Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin vom Unternehmen Yangfang. Das kennt man vielleicht nicht unbedingt. Wir sind also einer dieser, ich habe es irgendwo da hinten gelesen, Hidden Players. Sprich, wir machen den automobilen Innenraum und wir sind ein chinesisches Unternehmen. Und unser Ursprung ist ein Joint Venture aus Yangfang, die ihren Hauptsitz in Shanghai haben, und Johnson Controls Interiors. Und was wir tun, möchte ich Ihnen mal kurz vorstellen. Und dann auch ein bisschen über unsere Vision reden. Und aber auch nicht vergessen, was wir eigentlich ganz konkret tun. Denn Vision ist sicherlich das eine und das andere ist das, was man konkret eigentlich täglich umsetzt. Wir haben ja schon eine ganze Menge sehr interessante Dinge gehört, auch gestern Abend von Professor Sinn, Staatsminister Dulich sicherlich auch ein paar echte Highlights. Und für mich persönlich ein wahrer Genuss, den Vortrag von Herrn Jungwirth zu hören. Tolle Sache. Muss ich sagen, also wie begegnen wir eigentlich, mit welchen Antworten kommen wir auf der Seite des automobilen Innenraumes? Wir haben eine Vision, die nennt sich Better Life on Board through Superior Automotive Interior Solutions. Und damit adressieren wir eigentlich auch das, was meine Vorredner häufig schon gesagt haben. Ich glaube, mittlerweile hat es fast jeder erwähnt. Also wir kommen schon vom Menschen her. Sicherlich sind die OEMs immer unsere Kunden. Und an die verkaufen wir letzten Endes unsere Bauteile. Aber wir überlegen uns sehr genau, was braucht eigentlich der Mensch und was braucht er eigentlich auch in den verschiedenen Fahrsegmenten. Wir machen Studien beispielsweise Consumer Research und laden Premium-Fahrzeugbesitzer ein. Solche Leute wie Mercedes S-Klasse-Besitzer, 7er BMW etc., Phaeton. Laden die also ein und fragen, was macht euch eigentlich an dem Auto Spaß, was gefällt euch weniger und wie ist eure Erwartungshaltung an die nächste Autogeneration? Und da ist sicherlich sehr interessant festzustellen, dass beispielsweise der Mercedes S-Klasse-Fahrer in China ist im Schnitt 30 und der in Deutschland ist im Schnitt fast 60. Das heißt, die jungen Leute, teilweise haben wir Leute da gehabt, die sind 19 und die haben die Kaufentscheidung, die haben vielleicht nicht das Geld selbst verdient, aber der junge Mann besaß gleich zwei Mercedes S-Klasse und hat natürlich eine ganz andere Erwartungshaltung an den Nachfolger als beispielsweise der deutsche Top-Manager. So, unser Unternehmen hat 8,5 Milliarden Umsatz in 2015 erreicht und die 10 Milliarden sind gebucht im nächsten Jahr. Wir sind knapp 30.000 Mitarbeiter weltweit mit etwa 100 Standorten in 17 Ländern. Headquarters ist Shanghai, China, und wir haben zwei weitere Headquarters, eins in Europa in Neuss, also gar nicht allzu weit von hier, und in Nordamerika sitzen wir in Holland, Michigan. So, Better Life on Board habe ich als unsere Vision schon vorgestellt. So, wie machen wir das ganz konkret? Also wir haben diese End-Consumer-Befragungen haben für uns einen sehr hohen Stellenwert. Also wir reden da eigentlich mit allen Endkunden, also mit Ihnen. Wir alle sind Autobesitzer und Autokäufer und da ist für uns ganz spannend die Frage, wo geht denn da die Erwartungshaltung hin? Natürlich wissen wir, was der OEM von uns erwartet, also weiter Kostenreduzierung natürlich, Gewichtsreduzierung, auch um die zukünftigen Ziele zu erreichen, was CO2-Ausstoß angeht. Und wir sehen auch eine Value-Verschiebung innerhalb des automobilen Innenraums und da komme ich dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich habe Ihnen mal so ein paar Beispiele mitgebracht, woran wir arbeiten. Also eins ist zum Beispiel das Thema Leder. Leder ist ein sehr wichtiges Element im Innenraum, war früher eigentlich Premium-Fahrzeugen rein vorbehalten. Der Trend schwenkt da komplett. Leder geht massiv auch in die Massenfahrzeuge. Also wir haben ein Projekt, das hatte ein OEM angefragt mit einer Take-Rate sozusagen von 10%. Kunstleder zwar, aber es sieht dennoch aus wie Echtleder, 10% Kunstleder, und wir sind in China, ist das Fahrzeug am Markt, genauso wie in Nordamerika und auch in Europa, und wir sind bei Take Rates, die deutlich über 50% liegen. Das heißt, der Endkunde möchte Leder. Dem gilt es natürlich zu begegnen mit den richtigen Fertigungstechnologien. Klassischerweise nehmen sie eigentlich eine konventionell hergestellte Instrumententafel,
Und dann beledern sie die hinterher nochmal. Das heißt, das stimmt dann eigentlich hinterher alles nicht von der A-Fläche. Das heißt, die packen da 1,2 mm Leder drauf, dann ist die Instrumententafel natürlich überall unstimmig. Um dem jetzt wieder zu begegnen, kann man die abfräsen. Bei ganz geringen Stückzahlen macht man sowas. Oder man legt in ein Werkzeug eine sogenannte Dummy-Haut ein, die dann zunächst mit verschäumt wird. Solche Instrumententafeln im hochpreisigen Segment sind ja alle verschäumt, also weich. Warum? Ehrlich gesagt, weiß der Henker kaum einer, fasst die Instrumententafel an. Vielleicht ist das so ein bisschen auch am Endkunden vorbei entwickelt, aber alle OEMs wollen weiche Instrumententafeln. Man packt an, die gibt ein bisschen nach, toll. Wenn man die meisten Ehefrauen von unseren Entwicklern fragt, was fährt die eigentlich für ein Auto, hat die mal dran gepackt, weiß die, ob das weich ist, weiß kaum einer. Also nicht nur Ehefrauen, sicherlich auch die Ehemänner, die nicht in dieser Industrie arbeiten. Also da haben wir uns Fertigungstechniken überlegt, dass wir jetzt so ein Kunstleder oder auch ein Echtleder direkt hinterschäumen können. Sowas spart Millionen und am Ende des Tages sorgt das natürlich dafür, dass wir ein Produkt herstellen können und mit diesen verschiedenen Take-Rates leben können, so wie der Endkunde es eigentlich bestellt, so wie er sein Fahrzeug im Internet am Ende des Tages ordert. Oder wir entwickeln Lösungen, Smart nennen wir das, Floor-Konsole, also das Bedürfnis des Endkunden zu erfüllen, Dinge, die er mit in den Fahrzeuginnenraum bringt, irgendwo unsichtbar zu halten, also in ein Handschuhfach zu legen und wegzusperren oder von mir aus auch in eine Mittelkonsole und diese dann auch individuell zu partizipieren. Oder das letzte Beispiel hier, Compression Hybrid Molding, Chime. Das ist ein Verfahren, mit dem wir in der Lage sind, aus einem Naturfaserbauteil, aus einer Naturfasermatte kommend, einen sehr, sehr leichten Türverkleidungsträger herzustellen. Das funktioniert im Pressverfahren, anschließend wird er hinterspritzt und dann kann man den anschließend kaschieren. Also sehr, sehr leichte Lösung. So, wir machen das mit etwa 140, fast 150 Mitarbeitern weltweit und sitzen auch genau da, wo unsere Headquarters sind, also sowohl in Shanghai wie auch in Neuss und in Holland, Michigan und bestehen in diesem Team sowohl aus Ingenieuren wie auch Designern, Forschern. Wobei, wenn wir Forscher sagen, Researcher, dann sind das nicht die Leute, die ein Reagenzgläschen schwenken und dann mit auf das neueste Polyurethan oder Polypropylen kommen, sondern das sind Leute, die Kundenbefragung machen. Also schon vom Menschen her kommend wollen wir verstehen, wo sind da die Bedürfnisse, wo geht die Reise hin. So, wir fokussieren uns auf vier Themenschwerpunkte. Das eine ist Have a View of the Interior of the Future. Also wir wollen eigentlich schon verstehen, wo geht denn da die Reise hin? Wo ist denn die Sichtweise des Endkunden und die Erwartungshaltung? Und dann haben wir auch sehr proaktives Kundenengagement, nennen wir das. Also wir gehen aktiv an die Automobilisten ran und sagen, wir wissen natürlich, wann der Nachfolger vom Golf oder von der Mercedes C-Klasse oder, wo wir möglicherweise aktueller Lieferant sind. Da gehen wir an die OEMs ran und sagen, wir haben uns schon Ideen gemacht, wir haben ganze Konzepte erarbeitet, wie wir uns den Innenraum der nächsten Fahrzeuggeneration vorstellen können. Dann unser Bread-and-Butter-Business sind eben das Liefern dieser Advantaged Innovation, nennen wir das, also Innovationen, die auf der einen Seite sowohl kostenreduziert sind, die aber in der Regel auch noch einen zweiten Vorteil haben, wie beispielsweise eine Gewichtsreduzierung oder einen echten Kundenvorteil wie eine Produktinnovation. Und am Ende wollen wir natürlich eine Innovationskultur in unserem Hause haben und auch verstärken und nicht nur mit 140 Mann Innovationen betreiben, sondern mit dem kompletten Workforce von knapp 30.000 Mitarbeitern. So, bezüglich unserer Vision nochmal, wir stellen die auch in einem Zyklus von 2 Jahren auf den großen Automobilmessen vor. Das heißt, wir überlegen uns eigentlich so in der Regel 10, 15 Jahre raus, wie könnte da der Innenraum aussehen und rudern dann wieder ein paar Jahre zurück und stellen ein Show-Vehicle auf die Beine. Auf der letzten IAA wollte das ein sehr wohlhabender Russe für 1,5 Millionen kaufen. Der hat gedacht, damit könnte man fahren. Aber wir haben ihm dann mal die Motorhaube hochgemacht und da hat er gesehen, da ist nur Elektronik drunter. Und es war natürlich kein elektrisches Fahrzeug, sondern es ist nur ein Dummy. Also das ist wirklich aus dem Vollen gearbeitet. Kann man nicht mitfahren. So, wir sehen einige Megatrends, auf die ich mal hier kurz eingehen möchte. Urban SUV, also warum auch immer, aber die Großstädte lieben den SUV. Das ist nun mal Fakt. Wir sehen, das ist das schnellst wachsende Segment weltweit in allen drei Märkten. China Luxury, sehr wichtig hervorzuheben.
dass das schon jetzt der größte Luxusmarkt ist weltweit, dass allein in 2014 106 Milliarden, also 46% des globalen Marktes erreicht wurden und dass auch der Luxury Car Market in diesem Jahr die Amerikaner, also USA, überholt. Und dann natürlich das große Thema Autonomous Driving. Diesem Thema widmen wir uns auch. So, Urban SUV, nur mal kurz als Schlagbild hier, warum man so ein Auto braucht, um durch die Städte zu fahren. Ich weiß es nicht, aber Fakt ist nun mal, wir sehen den Trend. Der ist hier nochmal aufgezeigt. Sie sehen ganz links die verschiedenen Fahrzeugstückzahlen bzw. prozentuale Anteile und wie die sich entwickeln über die Jahre. SUV ist da in Rot dargestellt. Also nochmal links ist der chinesische Markt, in der Mitte Europa. Auch da ist SUV in Rot dargestellt und auf der ganz rechten, das ist die Nordamerika-Produktion, da sehen wir SUV, ist die blaue Kurve. Pickup-Trucks sind bei uns nicht so beliebt, Cars sind eigentlich einigermaßen flat, aber Sie sehen, SUVs wachsen, ist einfach ein sehr schnell und stark wachsender Markt, wahrscheinlich allein aufgrund der Sitzposition. Man hat viel Innenraum, man fühlt sich sicher und man hat eben da auch die Möglichkeit, mal viel reinzuladen, Fahrrad hinten reinzuschmeißen, obwohl vielleicht schon ein Kinderwagen drin ist, etc. Zum Thema Urbanization. Also wir wissen natürlich alle, dass das auch ein globales Thema ist, dass ja schon jetzt 54% der globalen Population in Cities leben und dass das weiter stark ansteigt. Also bis 2050 werden 66% in Megacities leben. Und bis 2030 ist es eben vorhergesagt, dass wir 41 Megacities haben werden, die jeweils mehr als 10 Millionen Einwohner haben werden. Also sicherlich einer der Megatrends. China Luxury bin ich kurz darauf eingegangen. Ich will aufgrund des Zeitfortschrittes und haben wir wirklich keine Pause im Programm gehabt. Deshalb will ich auch hier mal etwas schneller drüber hinweggehen. Also Biggest Luxury Goods Markets seit 2012 in China. Und die Chinesen sind auch sehr schnelllebig und sind auch sehr willens, sich neuer Technologien anzupassen. Wir sehen das, also ich selber sehe es, seit einigen Jahren bin ich immer mal wieder in China, wie rasant schnell beispielsweise Shanghai sich verändert. Man hat ja vor 10 Jahren noch jede Menge Fahrräder auf der Straße gesehen. Die fahren jetzt alle diese kleinen Elektroscooter. Die Fahrräder sind fast verschwunden. Und die Elektroscooter hatten, die fahren jetzt mittlerweile schon kleine Autos. Viele auch schon Elektrofahrzeuge. Und auch der Willen und die Bereitschaft, in Elektromobilität zu gehen, ist dort deutlich größer, als das möglicherweise derzeit noch bei uns ist. So, kommen wir noch mal zu Autonomous Driving, also Better Life on Board. Und was das ganz konkret bedeutet, also 80-90% des Fahrens wird automatisiert ablaufen. Und das sind hier auf 2025, 2030 die Self-Driving Assumptions. Wie lange jetzt diese Transition-Zeit dauern wird, um von einem ich werde gefahren zu einem ich fahre selber Modus zurückzukehren, kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht genau sagen. Da gibt es hier Schätzungen von 15 bis 20 Sekunden. Es ist sicherlich ein Irrglaube anzunehmen, dass man in der Lage sein muss, eine kritische Situation innerhalb einer gewissen Zeitspanne zu managen, indem man selber wieder das Steuer übernimmt. Da glaube ich jetzt persönlich nicht dran. Also wenn kritische Situationen passieren und man sitzt vielleicht einen Meter weg von der Instrumententafel und von einem Lenkrad, da eingreifen zu können in ein System, um eine Gefahrensituation zu meistern als Mensch. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht dran, aber wir werden sehen, wie das alles kommen wird und wie es passiert. Aber wir werden es sehen. Da bin ich mir also auch genau wie meine optimistischen Vorredner sehr sicher, dass das kommen wird. Wenn man sich jetzt mal überlegt, was haben wir eigentlich für Bedürfnisse und welche Aktivitäten sind damit verbunden, dann habe ich hier mal 4 aufgezeigt. Also Fun und Enjoyment, genauso wie Efficiency und Reliability oder auch Communication und Relaxation. Und das führt eben dazu, dass wir damit einige Aktivitäten verbinden. Und dann haben wir das Gleiche hier nochmal dargestellt bezüglich verschiedener Metapher. So, am Ende des Tages bedeutet es doch, dass wir alle sehr, sehr viel Zeit dazu gewinnen werden, wie auch der Herr Jungwirth dargestellt hat. Und das halte ich für absolut realistisch. Das heißt, das Auto fährt jetzt von alleine. Wir müssen nicht mehr selber aktiv das Fahrzeug fahren, sondern wir haben Zeit. Was machen wir jetzt mit der Zeit?
Man kann sicherlich sich vorstellen, dass man arbeitend durch die Gegend gefahren wird. Man sitzt an seinem iPhone oder was auch immer, Smartphone, und bearbeitet seine Mails. Man liest die Zeitung, vielleicht isst man auch. Wenn wir uns das mal ansehen, unsere tägliche Routine und Aktivitäten, die werden sich eigentlich verändern. Und die wird eben auch Einzug halten in diesen autonomen Space. Das heißt, das, was wir als Zuhause verstehen, wird ein Stück weit die Erwartungshaltung entstehen, dass das jetzt auch der Innenraum darstellt. Deshalb habe ich Ihnen einfach mal plakativ so ein paar Bilder hier mitgebracht. Also das Zuhause soll auch im Innenraum stattfinden. Oder wir suchen einen Launch-Modus. Also ganz gezielt möchten wir in dem Auto durch die Gegend gefahren werden und entspannen. Möglicherweise aber auch arbeiten. Wie auch immer der Arbeitsplatz dann aussieht. Wir werden sicherlich Meetings halten werden in dem Fahrzeug, One-on-One-Meetings oder vielleicht auch drei Personen. Wir werden sowohl Shared-Time miteinander verbringen, also Entertainment-Funktionen müssen genauso da sein. Wir denken an möglicherweise Flachlegen der Sitze und der Dachhimmel könnte eine große Projektionsfläche sein, auf dem man sich gemeinsam einen Movie anguckt. Der Herr Jungwirth hat ja auch schon gesagt, wir gehen nicht mehr ins Kino. Also wenn einer noch irgendwelche Kinoaktien hat, möchte er die möglicherweise verkaufen. So, Own-Time, auch das ein schönes Beispiel hier. Obwohl die ganze Familie in einem Raum sitzt, machen sie doch alle was anderes voneinander. Wir haben solche Szenarien auch schon durchgespielt im automobilen Innenraum und haben gesagt, wie wäre denn eigentlich die Sitzkonfiguration idealerweise? Und natürlich ist das so, wenn Sie das Auto nicht mehr fahren müssen, aktiv, dann werden Sie sich nicht mit einem Sitz unmittelbar vor die Instrumententafel setzen. Das macht ja keinen Sinn. Das machen Sie auch in keinem Raum. Ne? Keiner würde sich einen Stuhl nehmen, schiebt den unmittelbar vor die Wand und setzt sich dahin, sondern Sie wollen natürlich irgendwo den Raum dann auch genießen, also weit weg. Und wenn man beispielsweise alle vier Sitze so konfiguriert, dass man sich permanent ansieht, auch das kann ziemlich nervig werden mit der Zeit. Also permanent den anderen auf dieser Enge des Raumes in seinem Gesicht zu haben, ist sicherlich auch nicht immer und zu allen Zeiten erstrebenswert. Wir glauben also, dass am Ende des Tages der Innenraum diese Flexibilität anbieten muss. Das ist sicherlich nochmal was anderes, wenn Sie Transportation für eine kurze Zeit kaufen als Dienstleistung. Wenn Sie also den Uber rufen oder wenn Sie vielleicht DriveNow oder wie die ganzen Programme heißen, benutzen und nur reinspringen und kurz von A nach B gebracht werden, ist das nochmal was anderes. Wenn Sie aber ein Auto besitzen, und da gehen ja auch die Bestrebungen natürlich der Automobilindustrie hin, dass wir weiter Interesse daran haben, ein Auto zu haben, dann muss das Auto in der Lage sein, diese verschiedenen Szenarien, diese verschiedenen Anforderungen abzubilden. Das sind die Anforderungen, die wir jetzt bei uns sehen. Wie kriegen wir das hin? Also wie kann man zum Beispiel Stauraum da schaffen, wo wir uns gerade befinden? Oder wie können wir Bedienelemente auch da schaffen, wo sich der Fahrer bzw. der Passagier innerhalb des Autos gerade befindet? Hier haben wir Ihnen das nochmal dargestellt, unten links, Today und Future. Also wichtig ist die Relation der Flächen blau zu grün. Also blau beispielsweise eine PVC-Slush-Oberfläche oder eine belederte Instrumententafel, das war eigentlich in der Vergangenheit unser Geschäft. Und wir sehen jetzt, wie sich das verändern wird in der Zukunft, wenn wir sehen, dass dieser blaue Anteil, also das klassisch belederte, unsere alte Wertschöpfung, wird deutlich zurückgehen und wird sich verändern in große Displays. Hier jetzt mal in grün dargestellt, also smarte Oberflächen. Wir werden einen Trend sehen, der schon jetzt begonnen hat, wenn Sie die verschiedenen Automobilmessen sehen, dass Displays immer größer werden, Stichwort Tesla, der so einen 19-Zoll-Bildschirm da irgendwo in die Mittelkonsole reingeschraubt hat. Das wird sicherlich nochmal eine andere Herausforderung werden, solche Oberflächen nun auch dreidimensional darzustellen. Also Oberflächen, die smart sind, die Display sind, die Human-Machine-Interface sind und die auch noch schön sind, also mit Holz oder Glas oder Echtmetall-Integration. Das sind Dinge, an denen wir da arbeiten. Und vielleicht noch ein paar Worte zum Thema Industrie 4.0. Wir sind natürlich auch als Hersteller mit in Summe etwa 80 Werken sehr stark unterwegs, Industrie 4.0 in unsere Werke zu bringen. Und zu sagen, wenn wir jetzt diese verschiedenen Innenräume produzieren müssen, wo geht da die Reise hin? Und auch bezüglich
Mass-Customization. Also wir werden es sicherlich erleben, dass die Automobilindustrie Lösungen anbietet, dass sich der Einzelne auch seinen ganz speziellen Innenraum so konfiguriert und auch bestellt, und dass es den nur ein einziges Mal gibt. Ja, und wir denken da über Lösungen nach, sowas in unsere Fertigung zu integrieren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ein Jäger bestellt die neueste G-Klasse und möchte auf der Mittelkonsole das Bild seines Hundes haben. Das ist eigentlich heutzutage überhaupt kein Problem mehr. Der muss das eigentlich nur uploaden zum OEM. Der OEM reicht es an uns durch, die Daten, und wir würden das am Ende der Fertigungslinie mit dem Laser auf das Leder drauf lasern. Das kann man machen. Also gibt es am Ende des Tages dieses Fahrzeug wirklich nur ein einziges Mal. Und wir sehen hier an dieser Kurve, die ich sehr mag bezüglich Industrie 4.0 und deren Auswirkungen, dass wir eigentlich über diese manuelle Produktion, die eine sehr hohe Variantenzahl schon zuließ, aber eben eine relativ geringe Stückzahl pro Variante, also Stichwort, da hat der Schmied den Hammer geschmiedet, sind wir über die Produktion von Model T, gab es halt nur eine einzige Variante, mittlerweile über die Mass Production eigentlich über diesen Peak hinausgegangen und kommen jetzt in diese totale Personalisierung, also wirklich Mass Production of Lot Size One. Und dafür braucht man Industrie 4.0 und seine Möglichkeiten, digitale Fabrik und komplette Vernetzung. Wenn wir das also noch mal ganz kurz zusammenfassen, was sehen wir als Konklusion des Ganzen? Also Lightweight Solutions stehen weiter im Vordergrund. Wir müssen ja nicht nur die Vision haben, sondern wir müssen auch heute an Lösungen erarbeiten, die uns am Ende des Tages wettbewerbsfähig halten. Und was verlangt eigentlich der Markt von uns? Also Leichtbaulösungen zu reduzierten Kosten, ganz wichtig. So, dann ein Interior, das in der Lage ist, zwischen diesen verschiedenen Funktionen zu morphen. Ja, also nochmal Stichwort Arbeitszimmer, Lounge, Entertainment-Raum etc. Oberflächen werden smart. Ja, bis jetzt haben wir ja nur die dummen Oberflächen gemacht. Das wird sich sicherlich ändern. Wir müssen jetzt smarte Oberflächen herstellen. Wir müssen uns auch darüber Gedanken machen, wie kann man denn das Klima im Innenraum verbessern und wo gibt es und welche können das sein, neue Storage-Lösungen. Also Sie sitzen weit weg und Sie wollen irgendwo einfach eine Handtasche loswerden oder ein Smartphone loswerden und einfach in eine Oberfläche hineindrücken, sodass es verschwindet. Also da denken wir über ganz neue Materialkonzepte nach. Wir haben viel schon gehört über Combustion Engines und Exhaust Systems und Drivetrain. Das alles werden wir verlassen. Das heißt, das Fahrzeug wird viel leiser. So, wir hören jetzt auf einmal Dinge im Innenraum, die wir vorher noch nie gehört haben. Also wir müssen uns auch Gedanken darüber machen, deutlich verbesserte Geräuschlösungen, Noise Experiences zu generieren. Und am Ende des Tages 4.0 natürlich einsetzen, um höchste Qualität zu geringsten Kosten mit höchster Flexibilität zu liefern. Eins vielleicht noch ganz am Ende. Wir reden mit allen OEMs. Wir sind auch im Silicon Valley und mich würde mal interessieren, Herr Jungwirth, vielleicht besprechen wir das mal bei einem Bier. Wie kann man denn eigentlich von Palo Alto nach Wolfsburg ziehen? Aber in dem Zusammenhang, da entstehen natürlich jetzt ganz neue Geschäftsmodelle und da sind OEMs unterwegs, die sagen, wir wollen ja eigentlich mit dem Auto gar kein Geld verdienen. Ja? Wir bauen ein Auto eigentlich nur, um an den Endkunden ranzukommen. Und da sind dann eben die Googles und die Apples und die Faraday Futures unterwegs und das sind ganz neue Geschäftsmodelle. Die wollen nämlich eigentlich nur die Zeit des Kunden belegen, weil dann wird er ja aktiv und wird Amazon bedienen und einkaufen oder er lädt sich Filme aus dem Internet oder hört Musik oder. Also das ist alles hochinteressant, was da im Moment passiert. Und ich stimme auch mit meinen Vorrednern überein, dass wir in Deutschland nicht den Kopf in den Sand stecken sollen, sondern weiter Gas geben müssen. Ich glaube nicht, dass wir uns da verstecken müssen. Aber eins ist, glaube ich, ganz wichtig, neue Geschäftsmodelle darf man dabei nicht aus dem Fokus lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.